Und damit hallo und herzlich willkommen zum Review vom staubigen Schatten meiner Kindheit. Das war eine Anspielung auf der Schatten der Malevolence, die Folge, wo die Malevolence das erste Mal in Star Wars The Clone Wars nämlich vorgestellt worden ist. Heute in diesem Video werde ich die Serie sehr, sehr oft als Vergleichsmaterial heranziehen. Warum? Ist ja auch logisch, weil die Malevolence dort das einzige Mal auch gezeigt worden ist. Und bevor ihr es in die Kommentare schreibt, ja, ich weiß, bei den Minifiguren, da fehlt General Grievous. Warum? Er ist kaputt und deswegen steht er nicht hier. Und für die Leute, die mit der Malevolence nichts anfangen können, das ist die separatistische Superwaffe, welche uns in Star Wars The Clone Wars Staffel 1 in, ich glaube, 3 Folgen begleitet hat, bevor sie letztendlich leider in einen Mond gekracht ist und das auf ihrer Jungfernfahrt. So ein Mist aber auch. Und an der Stelle möchte ich auch mal ganz gerne dem deutschen Schlachtschiff Bismarck danken. Warum? Weil der Malevolence Arc, also die Geschichte über die Malevolence in Star Wars The Clone Wars, tatsächlich von der Jungfernfahrt der Bismarck inspiriert worden ist. Das schwere, supergeheime Schlachtschiff, welches auf der Jungfernfahrt zerstört worden ist und dennoch in ihrer kurzen Lebenszeit Angst und Schrecken verbreitet hat. Genau das ist mit diesem Ionenkanonenschiff und der Bismarck gleichzusetzen. So Leute, weg vom geschichtlichen Aspekt möchte ich euch nun die Anleitungen präsentieren. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt wieder mal 2 Anleitungen. Schließlich ist das Set ja auch aus dem Jahre 2011 und dort haben wir sogar noch auf beiden Anleitungen das Boxart vorne drauf. Richtig geil. Sehr interessant ist übrigens, dass die Anleitung 1 ein wesentlich anderes Material ist als Anleitung 2. Die Anleitung 2 fühlt sich ein wenig mehr nach Papier an, währenddessen ich hier das Gefühl habe, dass dort mehr Kunststoff mit eingearbeitet worden ist. Naja, schauen wir mal in die Anleitungen rein. In Anleitung 1 bekommen wir gleich auf den ersten 2 Seiten richtig nochmal cool aufgelistet, wie wir Teile zu sortieren haben und was in welcher Tüte ist. Oh, das vermisse ich an den heutigen Sets aber mal so richtig. Und hier drüben starten wir dann mit Tüte Nummer 1 und Count Dooku. Dann bauen wir erstmal eine Weile in Anleitung 1. Ihr seht auch, die letzte Seite ist ein Bauschritt, bevor es dann weiter mit Anleitung 2 geht. Auch hier vorne das normale Boxart drauf. Hier drin ist nichts weiter Besonderes auf den ersten paar Seiten, aber dafür haben wir wieder hinten ein bisschen was Besonderes. Hier haben wir noch einen Comic drin. Und zwar konnte man hier so einen Comic bauen, sage ich mal. Also man hatte 2 Bilder vorgegeben. Und konnte eines dazu malen und dann auf lego.com hochladen. Auf der Seite hier haben wir nochmal Werbung für den Lego Club. Dann die Minifigurenauflistung aus der damaligen Zeit, wie ihr hier sehen könnt. Da oben das Set ist aus der Old Republic und dieses Set da unten auch. Wie die heißen, fragt mich jetzt bitte nicht. Ich bin nicht so tief drin in dem Schema. Die Main Sets von damals waren aber eindeutig die Malevolence und Jabba's Palast gewesen. Ich bedauere es sehr, dass ich Jabba's Palast nie geschenkt bekommen habe. Meine Familie hat sich da eher für die Malevolence entschieden. Hier auf der Seite können wir nochmal alle Spielfunktionen betrachten. Und hier drüben haben wir nochmal ein nettes digital designtes Comic über die Malevolence. Richtig cool. So viel Liebe steckt in den heutigen Anleitungen leider nicht mehr drin. Kommen wir nun zu den Minifiguren. Hier als allererstes ein B1 Kampfdruide. Ich brauche euch zudem nicht wirklich viel zu erzählen. Ihr kennt ihn alle, ihr habt ihn alle, ihr liebt ihn alle. Das einzige Besondere an ihm ist, dass er noch über einen schwarzen Blaster verfügt. Alle aktuellen B1 Kampfdruiden haben ja nur einen Metall. Silbernen. Ebenso einen schwarzen Blaster hat auch hier dieser Kampfdruiden Commander. Tatsächlich war dieser Kampfdruiden Commander der allererste Commander von den Druiden, welchen ich jemals in meiner Sammlung aufgenommen habe. Gut zu erkennen ist er hier an seinem gelben Punkt auf dem Torso und an der gelben Markierung hinten am Kopf. Und ich sage euch eins, damals im Jahre 2011, 12, 13 wart ihr der Boss, wenn ihr in eurer Lego-Sammlung einen Kampfdruiden Commander hattet. Auf der republikanischen Seite haben wir hier als allererstes Padme Amidala und wie sollte es auch sein im Clone Wars Look und ich kann jeden verstehen, wenn er sagt, er findet ihn scheiße. Ich selber empfinde diese Padme Amidala als die schlechteste Padme Amidala, die wir jeweils im Lego-Maßstab bekommen haben. Allein diese großen Augen, welche auch irgendwie total weit auseinander stehen. Und damals hat es Lego noch nicht so mit den Beinbedruckungen, deswegen haben wir hier nur einen recht interessanten Torso-Druck. Das ist eben der Druck, ja, wie sie auch in der Serie halt vorkam. Hier nochmal die Rückenbedruckung, wirklich nichts Besonderes. Padme Amidala hatte ja mit der Malevolence insoweit zu tun, dass sie als Geisel in diesem Schiff gehalten worden ist, oder zumindest hat Grievous versucht, sie einzufangen. Die Folgen zu der Malevolence sind auf jeden Fall lohnenswert zu sehen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn Padme Amidala in Gefahr ist, darf er hier natürlich nicht fehlen. Anakin Skywalker, welcher stets zur Rettung bereit ist. Auch er hier mit seinem Clone Wars Gesicht. Ich finde diese blauen Augen sehr hervorstechend. Das war übrigens auch noch die Ära, wo wir keine milchigen Lichtschwerter hatten. Und als Torso-Beprintung hat er eben diese Jedi-Generalsuniform, welche zum Anfang der Klonkriege verwendet worden ist. Interessanterweise aber ohne Rückenbedruckung. Und auch er war wie so viele andere Figuren in diesem Set mein allererster
Anakin Skywalker von der gesamten Sammlung. Wer in der allerersten Folge zur Malevolence auch noch dabei war, ist Count Dooku. Und selbstverständlich wurde er hier mit der Malevolence auch nochmal als richtige Clone Wars Minifigur umgesetzt. Ihn gab es, soweit ich weiß, nur in zwei Sets. Einmal in der Malevolence und in seinem Solarsegler. Besonders an Count Dooku ist ja, dass er ein gebogenes Lichtschwert hat. Und eben hat man hier auch ihm ein gebogenes Lichtschwert gegeben. Und sogar noch in Chrom. Ich glaube, Count Dooku ist der einzige Lego-Charakter, der selbst noch in 2013 ein Chrom-Lichtschwert bekommen hat. Alle anderen hatten da schon längst diese abgespecktere Matt-Version gehabt. Gruselig, aber stylisch finde ich auf jeden Fall seinen Gesichtsdruck und auch er hat keine zweite Gesichtsbedruckung. Als Torsodruck hat er diese standardmäßige schwarze Sith-Robe. By the way, das Cape ist eins von diesen Hartstoff-Capes und er verfügt auch wie Anakin über keine Rückenbedruckung. So, widmen wir uns jetzt mal den Set an sich und bevor ihr irgendetwas sagt, nein, das ist kein altes Hellgrau, was hier verwendet worden ist. Das sind leider alles Vergilbungen und der Unterschied ist schon echt krass. Man könnte meinen, die kommen gerade frisch aus den Lego-Fabriken aus unterschiedlichen Ländern, aber nein, die sind vergilbt. Muss ich dringend mal irgendwann austauschen, wenn ich die nötigen Teile habe. Und mein allererster Eindruck jetzt nach so vielen Jahren, wo ich dieses Set reviewe, endlich, es verfügt über sehr viel, leider, verschenktes Potenzial. Fangen wir am besten erstmal mit der Oberfläche der Malevolence an, denn hier ist mit diesen ganzen Plate Modifies sehr gute Details herausgearbeitet worden. Das sollen sozusagen die ganzen Antennen des Schiffes darstellen und Kanonen, die man auch in Star Wars Clone Wars aus der Nähe betrachten kann. Sehr, sehr cool für die damalige Zeit auf jeden Fall. Höchsten Respekt an das Designer-Team. Und weil wir gerade von Außenhüllen-Details sprechen, möchte ich euch mal das zeigen. Ganz schön unscheinbar, aber unter diesem Vorstand befinden sich die ganzen Lichter der Malevolence / Fenster und Hangars und was weiß ich, sind sie an diesen Platten mit Stickern leider herangebracht worden. Ich würde sehr, sehr fühlen, wenn das Prinz gewesen wären, aber auch schon damals ist die Sticker-Pest vorhanden. Dennoch für das Alter des Sets haben sich die Stickers bisher echt gut gehalten und diese wunderbaren Details findet man auch hier hinten wieder. Und gerade da kann man nochmal die ganzen Hangars gut erkennen. Aber mein wahrscheinlich liebster Part der gesamten Detailarbeit sind die Triebwerke. Und diese Triebwerke sind echt ein Augenschmaus. Einem Schiff wie der Malevolence wirklich würdig. Diese Triebwerke und die Triebwerke der Executor sind auf jeden Fall meine Top 2 Triebwerkdetails jemals bei Lego Star Wars Sets. Ja, und bevor ich euch jetzt in das Innere des Schiffes lasse, möchte ich euch das erste Play-Feature demonstrieren. Hierbei handelt es sich nämlich um die Ionenkanone. Von diesen gibt es bei der Malevolence insgesamt 2 Stück. Dementsprechend haben wir diese Ionenkanone hier auch links und rechts. Um diese Ionenkanone abzufeuern, müssen wir erstmal hier diesen Deckel aufmachen. In der Serie ist es ja so, dass todessternähnlich eine gesamte Ladung an Energie abgeschossen wird. Hier ist das Ganze mit Flickfire Missiles umgesetzt worden, insgesamt 6 Stück. Keine Sorge, gleich geht's weiter. Ich wollte schnell eben mal über den Discord-Server informieren, wo ich gerade verpartnert bin, und zwar über Galaxie der Steine. Habt ihr eine Videoidee, schreibt sie uns und mit etwas Glück werden sie von uns umgesetzt. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr den Discord-Server beitretet. Wir sehen uns dort. Und diese können wir wie folgt abfeuern. Ihr seht hier vielleicht schon diesen Hebel. Da müssen wir eigentlich nur dran drücken. Leider ist das kein Revolver-Prinzip, was sich dann nach und nach immer wieder auflädt. Nein, wir müssen das Ganze auch noch nachdrehen und wieder abfeuern. Also da kann man schon seinen Spaß mit haben, vor allem, wenn man ja 6 Schuss zur Verfügung hat. Und diese Flickfire-Missiles im Gegensatz zu den Stud-Shooters auch wieder sehr leicht beladbar sind. Das Einzige, was ich hier jetzt nicht so fühle, ist dieser gelbe Technikstein dort in der Mitte. Nimmt auf jeden Fall ein bisschen was von der separatistischen Farbeinheit dieses Schiffes weg. Um dann den Hauptraum des Schiffes zu betreten, nehmen wir einfach hier das Oberteil ab. Und darunter sehen wir die nachgestellte Brücke der Malevolence. Und jetzt seht ihr auch schon, was ich mit Farbseuche gemeint habe. Und für mich damals als 8- oder 9-Jährigen war diese Technikkonstruktion echt die Hölle auf Erden. Also die zusammen zu setzen, das war echt kompliziert. Ich hatte zwar eine Anleitung, es war aber trotzdem kompliziert. Das war das meiste, was ich mit Technik damals zu tun hatte. Und ich glaube, jetzt seht ihr auch, was ich mit verschenktem Potenzial gemeint habe, denn wir haben hier drin echt viel, viel ungenutzten Platz. Und ich weiß, ich mag viel, viel Platz, aber hier ist es echt viel, viel Platz. Das Einzige, was wir hier wirklich haben, ist eben diese eine Kommandostation, wo wir eine Minifigur ranplatzieren können. Ihr seht auch diesen richtig schön schief platzierten Sticker von mir. Ich nehme jetzt als Beispiel mal Padme Amidala und packe sie dorthin. Eigentlich müsste da General Grievous hin, aber den habe ich schon nicht. Und davor haben wir dann eine Steuerkonsole für das gesamte Schiff. Und dieser drehbare Stuhl hier vorne, das finde ich cool, der ist sogar extra so designt, dass wir dort einen Droiden hinsetzen können. Ich demonstriere euch das jetzt mal hier mit dem Droiden Commander. Den setzen wir da rauf. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Und dann drehen wir ihn einfach mal Richtung Steuerkonsole, was übrigens leider auch ein Sticker ist. Und diese neongrünen Satellitenschüsseln sollen hier wahrscheinlich irgendwelche Bildschirme andeuten. Und ja, leider war es schon mit diesem riesigen Vorderraum.
Raum. Aber was ich euch jetzt zeige, das wirklich, also das ist schon fast der Inbegriff von verschwendetem Platz. Denn hier hinten haben wir jeweils links und rechts zwei Klappen. 1, 2. Und darunter befindet sich, ja, also in Star Wars The Clone Wars, ja, in der Serie. Da sieht man, wie durch dieses riesige Schiff, was ja auch verständlich ist, weil das Schiff ist sehr, sehr groß, Eisenbahnen fahren oder Züge auf jeden Fall. Und diese Züge hat man versucht, hier bei der Malevolence in Lego-Format umzusetzen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier hinten haben wir nämlich zwei Züge. Links und rechts existiert jeweils ein Baugleicher. Und beide können solche Transportkisten hier hin und her fahren. Theoretisch könnten wir dort auch eine Minifigur raufsetzen. Und diese Züge verfügen hier über eine kleine Laufbahn, welche dafür sorgen, dass wir den Zug nach vorne schieben können und nach hinten schieben können. Das war's. Also mehr kann man hier nicht machen. Ich hätte es sehr, sehr gefühlt, wenn man hier drunter einfach nur noch wirklich Platz hätte, einfach nur für Kisten. Kisten mit Thermaldetonatoren oder sonst was drin oder von mir aus auch noch irgendeine Bombenabwurffunktion. Aber nein, es sind einfach nur diese Züge und es ist so viel Platz dadurch verschwendet worden. Wir können auch in der Mitte dort einmal zum anderen Zug durchschauen. Theoretisch ist das ja wie so ein kleiner Bahnhof in der Mitte. Aber was bringt es uns, wenn wir da keine Minifigur hinstellen können? So, versteht ihr, was ich meine? Und in der Serie hat man ja auch gesehen, wie Obi-Wan Kenobi sich mit General Grievous auf diesen Zügen duelliert, aber auch selbst dafür ist einfach zu wenig Platz in der Malevolence hier drin. Und so beschämt, wie es für die Größe der Malevolence ist, das war's mit diesem Schiff. Mehr Playfeatures hat uns Lego nicht gegeben und gerade damalige Sets wie zum Beispiel Jabba's Palast haben diesem Set echt Konkurrenz gemacht in Sachen Spielfeatures. Aus heutiger Sicht wären die Spielfeatures eine absolute Vollkatastrophe und Lego würde dafür echt den Arsch aufgerissen bekommen von der Community. Ich selber habe mit diesem Set sehr, sehr viele Erinnerungen und es ist einfach nur nostalgisch, es anzusehen. Aber angesichts dessen, was sich in dem Inneren dieses Sets abspielt, kann meine beste Nostalgie nicht darüber hinwegsehen. Aber wir haben geile Anleitungen, immerhin. Ja, und deswegen abschließend würde ich diesem Set 7 Punkte geben. Ich denke, das ist fair. Ach ja, habe ich vergessen zu zeigen, wir bekommen hier auch noch einen Henkel. Ja? Wir haben einen Henkel, der übrigens das Schiff nicht gerade sehr gut ausbalanciert. Schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare. Und damit bedanke ich mich fürs Ansehen. Wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.